Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, weiter geht's hier. So, wir sind gerade im Flussbrunnen und haben meine letzte Folge noch ein bisschen erkundet. So, aber jetzt fliegen wir. Boah, sind wir jetzt den ganzen Weg hier nach unten geschwommen? Hier ist Xenoruil. Bachplus, da kommen wir noch nicht hin. Gut, wir fliegen jetzt erstmal nach Moosbach City. In Moosbach City ist es schön, und das hier alles wieder zu sehen. So, dann. We need some Pikachu. Nee, wir need a Tentaka. Also was legen wir denn ab? That's a good question. Legen wir Surfer brauchen wir. Da legen wir Aerofly ab. Genau, legen wir Aerofly ab. Ich hol dich wieder, Kumpel. So, und dann, weil wir gerade hier sind, schauen wir, dass wir hier auch noch ein bisschen was ab. Okay, da haben wir auch nicht viel. Gut. Dann war's das schon. Oh, Backe, ich muss wieder gehen. Das ist nicht schön. Dass wir keine wilden Pokémon begegnen. Einen Top-Schutz bitte. So, und jetzt schauen wir mal. Pokémon Tantalus Taucher. Wow. Alter Schwede. Ja, ist aber schön. Noch eine tolle Musik. Und schauen wir, was wir alles zu finden. Unter Wasser. Frage ist, wo sind wir hier gerade? Was ist das? Ein Schiff. Tiefsee Forschungsboot steht auf der Außenhülle. Das ist das oberste, das Team Aqua in den Grafikport City gestohlen hat. Team Aqua muss hier also an Land gegangen sein. Okay. Jetzt sind wir also richtig. Diese Höhle. Oh, man hört auch schon die Team Aqua-Mucke. Okay, Schutz wird nicht mehr, ist mir jetzt gerade egal. So, tiefste Höhle. Oh ne, sagt bloß, ich brauche Stärke. Nee, nicht Stärke. Wir hatten Stärke.
Schwache Stärke. Das ist doch unmöglich. Ich brauche. Ich brauche Stärke. Na gut, also ich hole mir kurz Stärke und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt Stärke dabei. Und ja, ich habe es einem anderen Pokémon beigebracht, den ich eventuell ein bisschen mehr anfangen kann. Als wie mit meinen Zigzags. Aber ja, das werdet ihr schon noch früh genug sehen. Los, Kurtl! Stärke! Ja, machen wir das Nummer auch noch. Ich habe ja noch ziemlich zu Nummer auch beigebracht, da ich ja gesehen habe, hier kann man so trümmern auch. Aber ja, das so. Zack, 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 zack. Oh, so scheiße. Das war genau falsch. Das ist doch kacke. So, ach so, ich brauch Zertrümmerer auch. Gut. Ich hab nichts gesagt. Ich brauch beides. Hallo Aquaman. Erkennt ihr kleine Kinder, die brauchen, geh nach Hause fort. Kleinkinder sind für uns tabu. Oh, ein Fifi-Ön. Feuerodam, los Dragonfly. Sehr schön, und paralysiert, das freut mich. So, und dann machen wir gleich noch mal Feuerodam. Könntest du auch mal wieder ein bisschen was lernen, Dragonfly? Aber das kommt sicher noch. Ich will nicht rein, ich will nach Hause mit meiner Mami. Mami, hilf mir. Die sind so gemein. Hallo. Ich habe das irgendwie von Blau Flecken. Die Blau Flecken, die habe ich auch von meinem Papa und auch von meinem Dolly. Die darf ich dir sagen, du bist ja noch ein Kind. Ja, okay. Das muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, wo du deine blauen Flecken überall hast. Denn das ist mir sowas von Schnurzpiep egal. Aber die scheiß Rauheit. Oder Rauhaut. Oder so irgend sowas ist das in der Art. Naja, dein Kreideschlei hilft jetzt auch nichts mehr. Denn es ist Zeit für Kaiwana Winke Winke. Dankeschön und auf Wiedersehen. Böse Rauhaut. Ich hasse Rauhaut. Ich will auch Rauhaut haben. Liebe Ursachen bei mir muss ich aber. Oh, meine blauen Flecken. Ja, das ist der Wahnsinn. Die tun wie. Oh, hier geht's lang, da geht's lang. Alles klar. Interspar. So, ja. Stärke ist mein Niveau. Los, Kurtl. Und Zertrümmerer. Alles so schönes. Hier geht's raus. Ach so, nee, passt schon. Ich mach das hier einfach daran, das daran und hier macht man Zertrümmerer. Ich lerne nach meinem ganzen Pokémon nicht die ganzen VMs. Jetzt auch. Hier kann man runterspringen. Ja, ich will Stärke machen. Oh, Leute. Slack. So, geht wieder. Das Laggen ist vorbei. Ja, ja, Stärke, 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 Stärke. Ups, das war die falsche Taste. Wir sollen einen Weg da hinten auch noch gehen, alter Schwede.
Oh. Okay. Ich gehe jetzt noch tief in die Höhle. Ich verlaufe mich hier noch. Ja, und schon zurück. Und da geht's ab. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja gut, dann schauen wir uns halt hier mal um. Ist ja nicht so, als wäre dieser Ort hier verhext. Oh, es gibt so viele Wege. Das ist ja krank. Oh nein, da will ich noch nicht hin. Ja, ein Zertrümmerer wäre nicht schlecht. Herr Specht. Und zwar haben wir Stärkein. Oh. Ist das nicht schön? Einfach hier alles so herumschieben. Ich bin mir sicher, ich mag die Unterwasser. Nee. Ich habe mich hier gerade eingesperrt. Toll. Muss ich den Weg nehmen? Danke. Das finde ich nicht schön, dass ich jetzt diesen Weg nehmen muss, aber was soll's. So, Strömung. Ha, ha, ha. Wenn ich jetzt eingesperrt worden bin. So, da geht's rüber. Mal schauen. Also wir kommen wieder hier lang. Das heißt, ich muss hier hin. Ja. Yep. Sehr schön. Ein Doppelkampf. Wie bist du uns? Wie bist du ohne uns? Wie bist du uns ohne Urbot gefallen? Was für ein merkwürdiges Kind. Aber es bringt dich nicht hier herumzuschlöffeln. Jetzt kann ich dir in Sachen vom Klimainstitut reinzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass auf gut auf und das ist schön. Aber die Wirklichkeit, unsere Traumwirklichkeit werden so was zu brauchen wie die Kraft von Pokémon. Aber Nervensägen wie du nutzt die Kraft der Pokémon, um selbst an Orten wie diesen allein auf den Krieg zu gehen. Das Leben funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Ah. Du Scheiße. Oh, Tuhaido. Mag nein. Ach, du Scheiße. Was machst denn du hier, Tantalus? Ich kann dich hier ja gar nicht gebrauchen. So. Mach mal Knirscher auf Tuhaido. Ja, und hier muss ich wechseln. Toll, danke. Snorra. Okay, das bringt rein gar nichts. Und die scheiß Rauhaut, ich hasse Rauhaut. Okay, das erste wird dir gar nichts bringen. So, dann mach mal Feuer Odem und Schlitzer auf Magnaien. Zack, bumm, weg ist es. Oh, Tantalus erreicht Level 9. Egal. Oh, Golbat. Hallo. Freut mich, dich hier zu haben.
Ich weiß, ich muss ich nicht unbedingt hier haben. So, Feuer und und zerschneider. Wird mir zwar nicht viel bringen, aber ja, ist egal. Ich hab hier was drauf auf meinem Pad. Sehe ich gerade. Konfusstrahl ist nicht sehr schön. Nein. Ich nix mag diese Konfusstrahl. So. Feuerudern, ja. Hilft ja nichts. Und Schlitzer auf Rollbad. Das wird dir nicht viel bringen. Ach du Scheiße, kein Volltreffer. Das finde ich aber nicht schön von dir. Die Para los. Oh, Mensch, nicht. Mach das Golbat zu einem geschnetzelten Golbat. Dankeschön. So, Svipara, du machst. Ja, toll, Konfusion, es geht ja nichts anderes. Aber es ist wenigstens noch ein Pokémon da. Ah, toll. Habe ich mir wieder genau das Richtige ausgesucht. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, scheiß Rauhaut. Oh, Tantalo Level 10. Wuhu. Und noch ein Magnaien. Ja, toll, gleich auf beide. Ja, sehr schön. Da habe ich ja wieder Super Pokémon am Start. Ne, ich hätte eigentlich Snorra auch noch austauschen können gegen Kurtl, aber ist egal. Mal schauen. Ja, danke. Ich mag dich auch. Lehmbrühe. Und Schlitzer. Ja, das schaut doch mal ein bisschen schöner aus. Kannst du nicht ein bisschen mehr getroffen werden vom Rückstoß? Nein, kann er nicht. Toll. So, eigentlich könnte man Lebensschuss auch machen. Sehr schön. Zeit für Magnaien. Winke, winke. So, dann brauche ich zuerst mal einen Beleber. Dann noch 150.000 Tränke, jawohl. Ich habe nichts Besseres zu euch. Ich hätte noch einkaufen gehen sollen. Egal, was neue. So, passt. Frage ist, was ist das für ein Ding? Gibt's hier was geschenkt oder so? Ne, sieht nicht danach aus. So, hier geht's runter, da geht's rauf. So, hier sind wir hergekommen. Das ist die andere Seite wahrscheinlich. Ja. Ich bin der stärkere Mann, der alles kann. Hahaha. Das war ein Witz. Oh, das war gerade falsch. Ich hätte das anders machen müssen, aber ich habe nicht mehr geschaut. Raus und rein, das finde ich fein. So.
So, wie macht man das jetzt am besten? Machen wir den. Hier kommt man nicht weit, so zack, zack, zack. Tiefste Höhle, hallo. Ein Pokéball. Erdbeben, oh, das ist nice. Erdbeben finde ich nice. Aber ich glaube, ich habe schon ziemlich viel übersehen. Kann das sein? Bleib sofort stehen! Ah, du warst das also die ganze Zeit. Schau nur, schau nur. Schau nur, wie schön das Schlafgestalt des antiken Pokémon Kyogre ist. Ich habe zu lange auf den Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nur alles Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Ach nee. Ich wollte noch gegen einen Trainer kämpfen, so ein Scheiß. Hallo Magnarian. Oh, Level 41. Das ist schon ein bisschen stärker. Okay, das hilft auch nicht so viel. Sandelgrab. Oh, nenn ich Angeberei. Ich hasse Angeberei. Denn ich hasse die Verwirrung, die dazwischen dabei steckt. Na toll. Alter Schwede. Los, Dragonfly, du schaffst das. Ja, toll. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Sumpfmann. Ich brauch dich jetzt. Marabel. Mor, mor. Lehmbrühe. Ja, jetzt schon super Eintrang. Benutzen. Ja, ein super Eintrank. Ja, sehr schön. Lehmbrühe ist dasselbe wie Surfer, nur mit Lehm, mit Ding, mit Lehm. Vermischt. So, X-Bad. Haben wir was Gutes gegen X-Bad? Snorra. Der macht kurzes Hackfleisch aus dem. Und warum mache ich jetzt den Schneider? Ich will doch nicht den Schneider machen. Ich wollte eigentlich... Ja, komm, ich bin Fußstrahl. Ich hasse dich. Scheiß X-Bad. Ja, toll. Danke, Snorra. Du bist mir eine große Hilfe, weißt du das? Es bringt mir gerade sehr viel, was du da hier machst. So, aber jetzt machst du Schlitzer. Und wenn du jetzt nichts machst, dann versohle ich dir den Arsch. Danke. Warum denn nicht gleich so? So, Hypertrank. Das finde ich nämlich nicht schön, was du da gerade machst. Ja, das war irgendwie klar. Nein, ich will kein Beutel. Hallo, ich will einfach nur Schlitzer machen. Und das Vieh jetzt, Snorra, wehe, ich rate dir. Hau! Du gehst nach Hause! Ich
Ja, toll. Ich werde dafür sorgen, dass du eigenständig zu Hackfleisch verarbeitet wirst, wenn du jetzt nicht mehr angreifst. Okay. Fetz hat's gehört. Flügelschlag. Alter Schwede, das zieht viel zu viel ab. Oh, jetzt kommt noch Windschnitt. Toll, danke. Ich hätte mich da. Boah, gerade noch so ausgehalten. Puh, Snora. Bist du doch zu was gebrauchen? Zu Heido. Na toll. Ich habe kein gutes Pokémon, mit dem ich das anfangen kann. Ja, hilft nichts. Erstmal Hypertrank. Okay, das wird jetzt das Duell der Schlitzer. Los, Snorra, Schlitzer! Wow! Mit einem Haps wurde aus Tohaido ein Sushi. Was? Ich habe gegen ein Kind verloren. Das kann nicht sein. Ich empfehle mich. Ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert. Aber ich habe dies hier in meinem Besitz. Mit dieser roten Kugel kann ich Jogre. Die rote Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Oh oh. Uh-oh. Uh-oh. Kyogre? Uh-oh. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die rote Kugel. Warum? Wo ist Kyogre geblieben? Dies ist eine Nachricht für unsere Mitglieder draußen. Ja, was ist denn das los? Es regnet so heftig. Gut. Genau darauf habe ich gewartet. Deshalb haben wir Kyogre geweckt. Und die Magmas Mission von der Erweiterung des Meeres zu realisieren. Was? Es regnet stärker, als wir es vorausgesagt haben. Wir sind in Gefahr. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Die rote Kugel sollte Kyogre aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Kyogre verschwunden? Warum? Was hast du nur heraufbeschworen? Das ist Kyogre aufgeweckt, stimmt's? Ah, oh, das ist eine Stimme. Was war nur aus der Welt, wenn es dann bis alle Ewigkeit regnen wird? Das Land wird untergehen und im Meer verschwinden. Was? Behandle mich nicht so von oben herab. War die jetzt nicht die Magma, die Groden gezündet haben? Solange ich die rote Kugel habe, habe ich auch die Kontrolle über Kyogre. Ich sollte es kontrollieren können. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Geh nach draußen und... Oh, okay. Sieh, ob du was heraufbeschworen hast. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Bernie, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Okay. Ja, Leute, und was hier jetzt passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann, haut rein und ciao, ciao.